Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Far Cry 2. Ja, wir machen ja weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir wollten ja hier, wir müssen ja wieder so eine komische Nebenmission machen. Und dann werden wir das doch mal tun. Bis dann. Bis später, Peter. Wenn die sagen, wir sollen das machen, dann müssen wir das machen. Hier könnte auch schon mal irgendwo ein bisschen Munition rumliegen. Hui, Rufe. Rufe und Baum. Sehr schlechte Kombi. Ich würde meinen, bevor wir den jetzt erstmal am dümmsten hin. Ich fahre mal hier gleich links. Können wir irgendwie hier drüber so? Ungefähr so ist der Plan, genau. So, genau, aber jetzt kommen wir nämlich auf der Hauptstraße. Oder auf der Straße. Oh. Ja, schau mal, wir haben es. Sehr gut gelöst, würde ich sagen. Wir sind jetzt genau da, wo wir nicht sein wollten. Was? Wer? Oh, das war unser. Das ist unseres gewesen. Sehr schön. Egal, wir haben ja jetzt ein neues Auto. Huch. Dauert noch ein bisschen. Hallo Knu. Pass drauf hier. Was sind wir denn jetzt überhaupt? Wo sind wir denn schon wieder lang gefahren? Oh, verdammte Kacke, ey. Ich sag mir wirklich, ich sag's immer wieder, ich hab Orientierung wie so eine Bockwurst im Regen. Pass auf. Ich habe auch das Gefühl, dass man hier gar nicht shooten kann. Aber... Sind die jetzt alle nur noch mit so großen MGs unterwegs, oder was? Sehr schön. Was denn nun schon wieder? Wo denn?
Das gibt's doch nicht. Ey, wo kommt denn die immer wieder her? Das ist da wirklich gerade nicht mal zum Aushalten, oder? Das wird ja langsam immer schlimmer hier drinnen, ey. Hier ist doch schon wieder einer. Oh mein Gott, ey, wo? Fahr einfach zur Hölle, danke. Und unser Auto schon wieder fast Schrott. Ey, das ist doch nicht mehr feierlich, ey. Ey, das wird doch wirklich immer schlimmer hier. So, jetzt wissen sie, dass wir da sind. Gebt mir mal Munition hier. Das ist wirklich, also ich find's echt übertrieben, gell? Weil das Schlimme ist ja noch, du tötest die Leute, gell, und dann drehst du den Schirm und auf einmal stehen schon wieder drei hinter dir. So, und wo ist jetzt der? Ach, da. Telefon. Das ist doch fast von der Stadt. Null. Huch! Wir müssen hier lang. Aber das ist doch fast neben der Stadt. Ich denke, man darf in der Stadt nicht rumballern. Ach genau! Das ist doch ein Witz, oder? Hey, das ist wirklich langsam ein Witz. Oh, Alter, was hier... Ey... Mann. Da ist doch schon wieder einer. Ey, das ist doch nicht mehr... Das Ey, das ist doch nicht mehr normal, oder? Es kann doch nicht sein, dass alle kurzen Minuten oder alle 50 Meter oder keine Ahnung irgendwie hier 3, 4, 5 Leute rumstehen. Das gibt's doch gar nicht. Da
Das nimmt einen doch wirklich irgendwann langsam mal den kompletten Spaß. Hier vorne geht es bestimmt gleich weiter, oder? Dann doch mein Glück. Gut, wir sind ja fast da. Egal, wir fahren trotzdem. Können wir uns mal am Ei lecken. Ich denke, man darf, ey, oh mein Gott, man darf da in der Stadt nicht rumballern. Ist er hier drin? Nee. Danke. Der hier? Ich muss erstmal hier weg hier. Das ist ja jetzt wirklich ein Witz gewesen, oder? Also das wurde jetzt, wisst ihr, genau, mitten in der Stadt jemand töten sollen. Also, da ist der Waffenstillstand. Schöner Witz. Also das war ein schöner Witz. Der hat mir gefallen. Der hat mir wirklich gefallen. Ja, wir gehen erstmal nicht auf Speichern. Schon wieder zu einer Briefing-Position. Aber was soll denn das? Warum haben wir denn hier keine... Das macht ja gerade gar keinen Spaß. Also, da muss ich wirklich sagen, also das macht keinen Spaß. Da gehen wir halt jetzt wieder in die Stadt. Ich denke mal, ich hoffe, dass die uns jetzt in Ruhe lassen. Gucken, ob wir jetzt an der Hauptstory weitermachen können, weil ich habe da keinen Bock, jetzt die ganze Zeit irgendwelche scheiß Nebenmissionen zu machen. Ich will mit der Hauptmission, mit der Hauptstory weiterkommen, nicht mit irgendeiner Nebenmission, Kacke. Wo ich irgendwelche Leute bloß umschießen muss oder was auch immer. Das macht doch gar keinen Spaß. Okay, die lassen uns wenigstens in Ruhe. Hier herrscht Waffenstillstand, halt dich dran. Jo. Weiß ich doch. Guck mich nicht so an, was ist los mit dir? Moment. Unterhalten wir uns.
Gakumba hat zu tun, aber es gäbe da was anderes. Ich soll einen finden, der zur Hahnenkampfarena geht. Die APR hält dort einen Ausländer fest. Vielleicht können Sie aus seinem Wissen Kapital schlagen. Das klingt doch mal ganz gut. Es ist ein Blick wert. Ja, es ist auch wenigstens ganz in der Nähe, das ist die Hauptsache. Hey, bist du bereit? Was? Was bin ich? Ob ich bereit bin? Ich bin busy. Hey, kannst du nicht mehr geradeaus gehen? Alter! Ach, du Ratte! Jetzt hat er eine große Fresse, ich geh kaputt. Also es ist schon sehr verwirrend, muss man echt sagen, gell? Man weiß ja gar nicht, was hier wirklich Hauptstory und was hier nicht Hauptstory ist. Also mir ist es wirklich, muss ich echt sagen, zu hoch. Ich weiß nicht, was hier Hauptstory, was hier Nebenstory ist. Ich hab da halt keinen Bock, auch jedes Mal diese komischen Briefling oder wie die Dinger heißen, da Missionen zu machen. Ich kann halt wirklich nicht sagen, gell, was jetzt hier Hauptstory ist und was hier bloß Nebenstory ist oder was hier halt überhaupt was auch immer ist. Aber da hat man wenigstens mal ein Attentat in der Stadt. Ist da auch was Feines. Ich frage mich so, wie die das so schaffen, rumzuschreien, gell? Weil ich meine, wenn ich eine Granate auf den Wanz kriegen würde oder so ein Granatwerfer-Dings oder Explosionsgeschoss, also ich könnte danach nicht mehr schreien, ich glaube, mich hätte es in ein paar Teile zerstückelt. Aber okay. Hör auf dich zu wehren, was ist los mit dir? Wo denn? Hier. Sehr aggressive Hühner, sehr, sehr aggressive Hühner, muss ich wirklich zugeben. Warte mal, hier haben wir das, hier haben wir noch Munition, ja, ja. Weil jetzt hat man hier wieder so viel Munition, so viel braucht man am Ende gar nicht.
Ist aber irgendwie immer so, gell? Das, was man braucht, das hat man nicht. Und das, was man nicht braucht, das liegt in Massen rum. Brauchst du was, kriegst du es nicht. Brauchst du es nicht, kriegst du es. Ist der, wo ist denn der nur drin hier? Ist der hier? Hier könnte der drin sein. Bitte, lassen Sie mich raus. Hm, was zahlst du denn? Gott sei Dank. Der Knast ist ein Drecksloch. Ich muss hier raus. Weiß nicht, warum Sie hier sind. Und es ist mir egal. Wir müssen getrennt verschwinden, so sind wir schneller. Es kommen noch mehr Wachen, wie immer. Hey, ich heiße Michelle. Danke. Bitte. Hab ich sehr gern gemacht. Ich werde jetzt einfach wieder nochmal in die Stadt gehen und gucken, ob ich gleich weitermachen kann. Also hier ist auch noch Munition. Also ich sage ja gerne, manchmal ist so viel Munition da, weißt du gar nicht, was du damit alles machen sollst. Ach, die liegen immer noch hier rum. Mal sehen, wie gesagt, ob der gleich noch eine Mission hat. Wenn nicht, dann müssen wir, wenn dann mal speichern. Wenn nicht, dann müssen wir halt wieder so ein Nebenmission-Gedings annehmen, aber es ist halt immer so. Keine Waffen. Warum der die aber auch dann nicht automatisch wegsteckt oder so? Man kann auch nichts anderes nehmen, oder? Man kann nicht sagen, man steckt die Waffe weg. Hier herrscht Waffenstillstand. Halt dich dran. Halt dich selber dran, Waffenrunner, was ist los mit dir? Stecke die weg, sonst kriegst du eine vom Helm. Hey, was geht? Hattest du gesagt? Ja, hat er. Die postieren mich an diesem blöden Treibstofflager. Der will nicht mit mir reden. Da stehen überall Benzintanks. Willst du dir da eine Schießerei liefern? Ich muss mit irgendwem tauschen. Bis dann. Mal sehen, ob der uns reinlässt. Ja? Moment. Genau, her mit dem Zeug. Her mit dem Zeug. Ich
Dankeschön, die Dame. Hier, dieser Fernsehbericht. Bilder von Kindern, die an der Ruhr sterben. Sehr traurig. Wenn die Menschen das sehen, wird es ihnen das Herz brechen. Sie werden helfen wollen und Geld spenden. Nichts davon wird bei den armen Kleinen ankommen. Naja, zuerst schnappen wir es uns. Wir wissen, wie sowas geht. Natürlich wissen Sie das. Hi. Was ist das? Meine Geheimwaffe. Oh ja, was ist denn das? Machst du das jetzt mal schön hier? Wir hätten einen. Ich bitte darum. Was? Wir haben rausgefunden. Ich hab's rausgekriegt. Ich, Kwasi. Dass die UFLL unsere Nachbarn im Westen erpresst. Das geht um Medikamente. Fies, oder? Unsere Nachbarn haben etwas Erdgas gekauft. Das ist auf einem Zug, der im Bahnhof festhängt. Der Plan, Tankwaggons hochjagen und Deal platzen lassen. Das Bahngelände ist etwa 1,5 Kilometer westlich von Pala, direkt am Rand der Wüste. Wir möchten, dass sie zum Bahngelände gehen und die Erdgaswaggons in die Luft jagen. Es gibt nur ein Problem. Die Tanks sind ziemlich stabil. Sie müssen mitten rein und Sprengstoff benutzen. Ohne Züge, keine Medikamente. Wie schade. Es ist ganz einfach. Gehen Sie zu den Gleisen und zerstören Sie die Erdgaswaggons. Krieg mal hin. Seien Sie clever, das ist eine Geheimmission. Das heißt, jeder ist ein Feind, sogar die APR. Nur Feinde hier, ist der Wahnsinn. Bis da hoch müssen wir. Da können wir aber, wenn wir mit dem Bus da hochfahren. Und es redet wieder keiner. Immer dieselbe Scheiße. Warum reden die nie? Ich verstehe das nicht. Ich würde sagen, wir fahren einfach mit dem Zug. Genau. Wir machen einfach mit dem Zug dahin. Mit dem Bus. Zug, Bus. Ist ja fast dasselbe. Gehen wir jetzt dahin und dann. Ja. Wir speichern einfach gleich. Akt 1 bei 20% sind. So, da haben wir jetzt ganz freundlich gespeichert. Wir bleiben auch hier sitzen, hier drin. Ja, oder? Wir bleiben, genau, wir bleiben hier. Und ich würde jetzt hier einen Cut machen an der Stelle, weil jetzt, ja, auf dem Weg uns dahin zu machen, wäre ein bisschen sinnlos. Wir machen einfach hier einen Cut und sehen uns dann genau nächste Folge hier wieder. Dann danke ich euch wie immer fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.